Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fußball-Vlog am Donnerstag. Ja, wir sind ja immer noch mitten in der Nations League. Marc ist weiterhin begeistert von dem Wettbewerb. Ich gehe mal davon aus, dass du das tolle Länderspiel gegen England nicht gesehen hast. Nö. Nö. Wie gesagt, ich habe mir noch nie ein Spiel in der Nations League angeguckt und ich habe es auch weiterhin nicht vor. Jo, gut. Aber ich weiß nicht, ob da Da was bleibe ich gewinnt. auch dabei. Weil. Schade, weil eigentlich, jetzt hätte ich nochmal deine Mastermeinung gern gehört zu dem Elfmeter oder nicht, weil ich hätte also gesagt, wenn das ein Elfmeter ist, wird es jetzt lustig demnächst, da gibt es Massenelfmeter in der Bundesliga. Ja, gut. Aber. Die Einstellung habe ich natürlich in irgendeinem News-Ding mal gesehen. Rein theoretisch würde ich im ersten Moment das Ding auch nicht geben. Wenn du dann die Großaufnahme siehst, kann man ihn geben. So einfach Also ist es. ich sehe keinen großen Kontakt in der Großaufnahme, sage ich ganz ehrlich. Aber Ja, doch. Am Ende des Tages ist er schon dem Engländer hin in die Haxe rein und er macht natürlich das, was man daraus machen muss. Als ja. guter Stürmer. Gut. Ja, so. Aber meine Güte, das zeigt vielleicht. Nein, nein. So. Das zeigt vielleicht auch, dass Herr Schlotterbeck dann doch noch nicht so weit ist, wie alle glauben. Ja, nicht nur das, also wie gesagt, also generell fand ich, also hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber du hast schon die ein oder andere Schwäche bei ihm noch erkannt. Was, auch wenn man jetzt ehrlich ist, für das junge Alter kein Wunder ist. Ja gut, ich habe es ja nun mal so als Andeutung genommen, so für das, was man ja so generell über die Presse so vernimmt, dass er ja schon ein gestandener Innenverteidiger ist und warum die Bayern sich nicht so extrem um ihn bemüht haben als der deutsche Topverein. Und noch einmal, ich habe ein paar Mal nur gesehen, er hat definitiv großes Talent, aber für die Ansprüche, die die Bayern natürlich auch international vertreten, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre Abwehrspieler Nummer 4 oder 5 in deren Kader und dafür ist er dann zu teuer. Nee, es bringt ihm auch nichts, muss man ja auch mal aus der Spielersicht sehen. So entwickelt sich, also meiner Meinung nach, der Schritt, man kann diskutieren, ob er zu früh war oder nicht, aber ich sehe es also jetzt auch, sagen wir mal, aber der Schritt jetzt in Dortmund, wo er definitiv spielt, auf einem höheren Niveau spielt als in Freiburg, auch international, und sich da weiterentwickeln kann, ist es meiner Meinung nach das Richtige. Aber Ja, ich sehe auf ihn jeden einfach Fall. noch als Entwicklungsspieler im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ein sehr, sehr gutes Talent. Wie gesagt, er hat eine sehr, sehr gute Saison in Freiburg gespielt. Aber jetzt beide Einsätze in der Nationalmannschaft hast du schon gesehen, wo es noch hapert. Naja, deswegen habe Deshalb. ich halt die ganzen Diskussionen ja nicht verstanden, dass man den Bayern vorgeworfen hat, dass sie sich nicht so sehr um ihn bemüht haben. Die Bayern, ob man es mag oder nicht, haben halt andere Ansprüche. Und da bin ich der Meinung, ist dann so ein Spieler, nur um ihn zu holen, für nicht gerade wenig Geld, zu teuer. Ja, bin ich bei dir. Gut. Aber wenn wir jetzt schon Bundesliga sind, wir haben ja natürlich auch die Woche jetzt zwei neue Trainer in der Bundesliga, wobei ich bei beiden überrascht war, sage ich ganz ehrlich. Die eine Entscheidung finde ich sehr, sehr gut. Das ist der Enrico Maas zum FC Augsburg. Natürlich hat jeder erstmal Enrico Maas, hat die BVB 2 trainiert, hat mit BVB 2 den Aufstieg geschafft, hat sie also ja auch dieses Jahr sehr, sehr gut in der dritten Liga gehalten. Wenn man mal geguckt hat, was so an Talenten da rumläuft, die auch schon bei Dortmund in Einsatz gekommen oder im Fall von Knauf ja bei uns, scheint er ja schon ein sehr guter Trainer zu sein. Und vor allem finde ich es einfach auch mal gut, dass man weg aus diesem, ich sag mal, Portfolio. Trainer A wechselt zu Verein B, Trainer B wechselt zu Verein C und C zu A, was wir ja doch jahrelang hatten. Also deshalb mal mit neuem frischen Wind finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Sache. Ja, wie gesagt, ich mache mir um solche Gedanken nicht wirklich großartig in meinem Kopf. Ich bin halt generell kein Freund davon, wenn Medien oder irgendwer jemanden probiert, dann rauszuschreiben.
oder indirekt schon fordert, dass einer seinen Job verliert, weil da fallen mir auch bei der schreibenden Zunft oder bei der übertragenden Zunft genug Menschen ein, wo ich der Meinung wäre, naja, wenn wir dann so handeln, können wir die ja auch rausschmeißen. Das ist das Einzige, was mich da stört. Aber wenn dann ein Trainer dann irgendwo auf einer Bank sitzt, dann wird er sich schon irgendwie verdient haben. Und dann kann man ihm ja irgendwann mal ein Zeugnis ausstellen, ob er wirklich Bundesliga-tauglich ist oder nicht. So, und du hast recht, beim BVB 2 hat er gute Arbeit geleistet. Und jetzt wird man dann halt sehen, ob er das auch mit, in Anführungszeichen, erwachsenen Menschen kann. Also wie gesagt, ich finde, das ist die eine Seite, aber die andere Seite muss natürlich auch jungen Trainern eine Chance geben. Und dass da mal Augsburg einen anderen Weg geht, finde ich persönlich halt auch mal sehr, sehr gut. Schauen wir. Gut. So, der zweite Trainer ist bestimmt der von Schalke. Ja, also das war jetzt für mich, sage ich ganz ehrlich, schon eine Überraschung. Ohne jetzt zu sagen, also dass ich zum Beispiel also nicht so eine Überraschung à la, warum haben die denn jetzt den geholt, sondern eher eine Überraschung, dass anscheinend Schalke kapiert haben, dass sie auch nächstes Jahr gegen den Abstieg spielen. Also gegen was oder gegen wen Schalke genau spielt, weiß ich nicht, aber ja, als irgendwas werden sie nicht um die Europapokalplätze spielen im Normalfall. Ja gut, okay, natürlich, klar, gleich Meister. Aber nein, wir werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben, warum sie den Trainer geholt haben, weil er anscheinend zu irgendeiner gewissen Philosophie gerade passt. Aber auch da fand ich ja dann halt auch da im Endeffekt, was da draus gemacht wurde. So mehr oder weniger, wie kann man denn so einen Mann holen? Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe den letztes Jahr bei 2, 3, 4 Pressekonferenzen erlebt. Er machte für mich einen sehr nüchternen, aufgeräumten Eindruck. Wie er jetzt wirklich natürlich am Trainingsplatz und in der Arbeit ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass er aus Bielefeld aber auch alles rausgeholt hat. Also deswegen, ich meine, ja, Bielefeld ist jetzt am Ende abgestiegen, aber war jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so verwunderlich. Und deswegen bin ich der Meinung, gibt doch auch diesem Mann erstmal eine Chance. Und irgendwas wird man sich ja bei Schalke gedacht haben, ausgerechnet so einen Trainer zu holen oder diesen Trainer zu holen. Er wird sich bestimmt auch dort vorgestellt haben, wird sich verkauft haben. Und da werden dann andere Leute gesagt haben, genau das suchen wir, genau das brauchen wir bei dem Kader, den wir haben, bei den Ansprüchen, die wir nur stellen können als Aufsteiger. Und am Ende wird man auch da sehen, ob es passt. Aber ich bin immer, wie gesagt, ein Freund davon, lass doch mal die Leute erstmal arbeiten, bevor ich sie schon davor niedermache. Ja, das ist ja eigentlich genau das. Ich war eigentlich, wie gesagt, ich war voll überrascht, aber ich war es eigentlich eher positiv überrascht, sage ich ganz ehrlich. Weil eigentlich so die Art, Fußball zu spielen, passt ja an der Schalke. Und wenn ich überlege, dass Schalke ja eigentlich sich selbst immer gerne als Malocher-Club bezeichnet und eigentlich auch lieber Fußball arbeiten möchte als spielt, haben sie ja den richtigen Mann geholt. Und wenn du dann noch weiter sagst, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Aufsteiger erstmal auch irgendwo wieder im unteren Drittel dich platzieren musst, dann brauchst du einen Mann, der Erfahrung im Abstiegskampf hat und die bringt der mit. Also deshalb, also für mich eigentlich eine sehr, sehr gute Entscheidung von Schalke. Ich war ehrlich gesagt von Schalke überrascht, dass sie so eine gute Entscheidung treffen. Das ist aber meine persönliche, weil ich irgendwo immer in Schalke das Gefühl habe, die sind da auch alle ein bisschen abgehoben. Aber deshalb. Ja also, gut, aber ich glaube, die haben sich mittlerweile ein bisschen normalisiert. Am Ende des Tages, glaube ich, haben sie auch die zweite Liga genutzt, um gewisse Weichen zu stellen, dass der Verein vielleicht wirklich von sich heraus etwas gesünder wird. Ja gut, ich finde den Kader, die Kaderzusammensetzung keine schlechte, muss man auch sagen. Es sind junge, hungrige Talente dabei. Alte Hasen ist eigentlich so eine gute Mischung, wo man sagen kann, kannst du schaffen. Wie gesagt, wir haben eine gewisse Fanbase dahinter, um nicht zu sagen, eine sehr, sehr gute Fanbase, die auch hinter dem Verein steht. Also den einen oder anderen Fehler natürlich verzeiht.
Wobei natürlich auch da muss man sagen, die haben so viele Fehler gemacht, dass man sich nicht mehr zu viele erlauben sollte. Puh. Ich habe keine Ahnung, wie viele Fehler man sich im deutschen Fußball erlauben darf oder wie viele Fehler zu viel ist. Also. Ja, kannst du das auch nicht. Ich glaube, wenn du das aufgeben könntest, so, ihr dürft 26 Fehler machen, dann wird der Fan unruhig. Ab dem 39. wird es kritisch und ab 31, 32 sollte der besser unterlassen. Das gibt es leider nicht, glaube ich. Aber nein, aber ich glaube ja schon, dass wir uns alle einig sind. Ist ja auch die Diskussion immer hier ein bisschen in Frankfurt jetzt. Das ist natürlich auch Schalke, jahrelang Champions League, ähnlich wie Bremen. Und dann fand man sich plötzlich in der zweiten Liga wieder. Natürlich auch irgendwo, wenn du die Gelder siehst, die die Champions League generiert, können ja eigentlich nur Fehler im Management gemacht worden sein. Ja, irgendwo werden natürlich gewaltige Fehler gemacht worden sein, sonst häuft sich ja nicht so ein Schuldenberg an. Aber ich bin der Meinung, wie gesagt, sie haben die zweite Liga, glaube ich, wirklich genutzt, um einfach die Weichen in Ring. Dass sie von ihrem Schuldenberg nicht über Nacht runterkommen, ist, glaube ich, auch klar. Dafür ist er weiterhin zu hoch. Freuen wir uns doch ganz einfach, dass die Schalker wieder in der ersten Liga sind und ein, zwei Fans mitbringen, wenn sie auf Auswärtsspiele gehen. Das ist generell, wie gesagt, wenn mal generell die Attraktivität haben wir ja auch öfters. Natürlich haben auch Vereine wie Bielefeld oder Greuther Fürth ihr Recht, wenn sie sportlich aufgestiegen sind. Aber was die Attraktivität der Liga angeht, ist nun mal Bremen und Schalke ein ganz anderes Kaliber. Wird auch dann meiner Meinung nach nächstes Jahr im Abstiegskampf eine sehr, sehr interessante Runde, denn beide würde ich jetzt nicht wieder als direkte Absteiger tippen. Wie gesagt, da passiert ja noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt. Kann man jetzt zu der Zeit sowieso, glaube ich, noch nicht so einordnen, was hinter den Bayern alles so passiert. Ja, naja, im Prinzip, wie gesagt, werden wir dann wahrscheinlich auch mal Richtung Saisonstart machen, so ein bisschen nach Einschätzung von unserer Seite. Aber ich glaube, ohne jetzt große Überraschungen vorne wegzunehmen, an den Titel für die Bayern wird wohl keiner zweifeln. Und danach wird es spannend, das würde ich schon sagen. Ja gut, bei Bayern müssen wir ja abwarten, was sich jetzt in der Sommerlochpause rund um Herrn Lewandowski noch so alles Aber ergibt. ich glaube nicht, dass das allein ausreicht, um sie vom Thron zu stürzen. Also ich sehe da einfach die Kaderbreite, die Kaderbesetzung, gerade jetzt in solchen schwierigen Jahr wie dieses WM-Jahr, wo du halt einen sehr, sehr engen Terminplan hast, das wirst du sehen, da werden die anderen viel mehr Punkte liegen lassen als die Bayern. Und deshalb wird es am Ende reichen. Obwohl die Bayern wahrscheinlich mit am meisten Spiele haben werden. Wie gesagt, auch da, ich meine, ich weiß gar nicht, warum die Bayern überhaupt so kritisch gesehen werden. Haben die beste Offensive, die beste Defensive, dass nicht jeder Verkauf oder Kauf immer zu 100% passt. Das hast du aber auch in allen anderen Vereinen, weil ich weiß gar nicht, wo da diese ganze Unruhe herkommt. Und keiner von uns ist dabei, wie die Kommunikation von Oliver Kahn ist oder von sonst einem dort im Verein. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist das, was Herr Tolisso irgendwie angeführt hat, dass man 3 Wochen mit ihm gar nicht gesprochen hat. Dann weiß ich nicht, welche Wege er dort auf der Säbener Straße zurücklegt, dass man sich nicht begegnet. Ja. Das sind alles so Sachen, wie gesagt, da ist, glaube ich, sehr, sehr viel dabei, was einfach das Sommerloch füllt. Und wenn ich mir das einfach mal so aus der Entfernung anschaue, dann sage ich einfach, die Bayern machen einfach immer noch mit Abstand den besten Job. Und deswegen werden sie höchstwahrscheinlich auch wieder Meister. Und ich sehe jetzt weder in der Innenverteidigung noch im Mittelfeld die größten Probleme dafür, sie auf sie zukommen.
die einzige Position, über die man vielleicht wirklich reden muss, ist vorne die 9, wenn Herr Lewandowski bleibt oder auch geht. Wobei ich aber auch sagen muss, guck dir den Zirkse an. Ich glaube, wenn du ihm eine Chance gibst, trifft er ja scheinbar das Tor. Das hat er im Ausland jetzt bewiesen. Mané habe ich ja schon mal gesagt, egal ob er, also wenn er kommt, ist er für mich nicht der klassische Neuner, sondern ist für mich ein Außenspieler. Aber irgendwas wird sich da auch tun. Also, es ist ja auch nicht so, dass die Bayern jetzt kein Geld haben, um notfalls einen neuen Neuner zu kaufen. Zumal, also, wenn Lewandowski geht, ja, der doch ein paar Euro auch noch an Ablöse reinkommt. Ja, aber auch das hatte ich dir ja schon gesagt. Das finde ich äußerst merkwürdig, wenn ich so die Preise höre, die da gehandelt werden. Ich meine, wir reden über einen Mann, von dem alle sagen, der ist so durchtrainiert, dass er gar nicht so alt ist, wie er ist. Wir reden über einen Mann, der hat die Champions League gewonnen. Er hat, glaube ich, jetzt 8 deutsche Meisterschaften alleine mit Bayern gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Pokalsiege. Er hat den goldenen Schuh gewonnen. Er durfte den Rekord von Gerd Müller brechen. Und dann lese ich in der Presse, dass dieser Mann, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat, also mit Mühe und Not ein bisschen mehr als 30 Millionen Euro wert sein soll. Ich privat bin immer zwar noch der Meinung, selbst diese 32 oder 33 Millionen sind zu viel, aber wenn ich mir so das Marktgefüge angucke, finde ich den Preis einfach lächerlich. Ja, wie gesagt, bin ich voll bei dir. Nur, wie gesagt, ich finde die Preise teilweise lächerlich. Also ganz ehrlich, ich hätte für 35 Millionen gesagt, der Mann ist 35, 35 Millionen ist ein Arsch voll Geld, her damit. Aber ich habe da eine andere Philosophie, aber im Vergleich zu internationalen Preisen ist der Preis einfach lächerlich. Ja, und ich meine, daran müssen sich ja die Bayern orientieren. Sie können sich ja nicht daran orientieren, der will weg und wir sparen dann auch noch 20 Millionen plus Gehalt und Hauptsache er ist von der Liste und wir haben ja noch ein Appel und ein Ei für ihn bekommen, sondern am Ende des Tages gehen ja die Bayern dann auch in einem gewissen Regal Ersatz einkaufen. So, und komischerweise, du kaufst einen, der ähnlich alt ist, nicht so eine Torgarantie hat, aber der soll dann mehr kosten. Ja. Naja, von Bayern verstehe ich, dass man das logisch nicht zusammen. Ja. Naja, das ist ja auch eine Überlegung, die man sich vielleicht, wie gesagt, rein rechnerisch. Natürlich, mein Vater ist da das beste Beispiel, der einfach auch nur Zahlen nimmt und sagt, naja, 35 bis 40 kriegen sie, 20 Millionen Gehalt, da kostet der Lewandowski das nächste Jahr 60 Millionen. Ja. So, ja. Gut, jetzt musst du halt sagen, wenn du den Lewandowski aber jetzt ziehen lässt, musst du ja irgendwo adäquaten Ersatz holen. Wenn du jetzt sagen wir mal nicht einen Stürmer in Ausbildung nimmst, bist du locker mal bei 80 bis 100 Millionen, die dir ein Lewandowski-Ersatz kostet, der dann aber auch dasselbe Gehalt bezieht. Also auch da muss man dann sagen, was rechnet sich? Ja, und wie ich ja gesagt habe, ich meine, mit Zirkse kommt ein junger Spieler, ein Stürmer in Ausbildung ja zurück und er hat jetzt im Ausland bewiesen, dass er trifft, dass er auch Tore vorbereitet. Vielleicht muss man auch mal diesen Weg gehen und sagen, naja, und wenn gar nichts geht als Backup, haben wir ja noch den Choupo-Moting. Der auch ja schon. Und weil es wirklich nicht funktioniert, kannst du, glaube ich, als der FC Bayern in der Winterpause auch noch nachlegen. Ja, wie gesagt, oder du guckst halt mal im europäischen Ausland auch nach Talenten, die halb noch nicht fertig sind und bildest, was ich ja im Endeffekt eigentlich früher immer gemacht habe, deinen Stürmer wieder selber aus. Naja, deswegen ist keine zu beneidende Aufgabe, aber am Ende werden sie es lösen und die Presse wird sowieso in die eine oder andere Richtung irgendwas finden. Ja, weil ja, wie gesagt, das, ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe da aber auch mit dem Sportdirektor auch in München kein Dings, denn auch der kriegt eine schöne Gehaltsabrechnung jeden Monat da dafür, also deshalb könnte sie auch mal was schaffen. Aber ja gut, ich mache mir jetzt auch keine Sorgen und ich habe jetzt auch noch nicht angefangen, für ihn hier Brote zu schmieren und ihm runterzuschicken, damit er nicht vom Fleisch fällt. Klingelbeutel rumlegen lassen.
Nee. Aber ich find den Umgang mit ihm teilweise unter aller Sau, sage ich Ja, jetzt auch so ganz ehrlich. bin ich bei dir, wie gesagt. Ich finde Weil also, man dass muss mal die man. Liste durchgehen, wen er in den 5 Jahren geholt hat. Da ist mehr Gutes als Schlechtes dabei. Und die Verfehlungen, die er gemacht hat, na gut, sorry, wenn ich danach gehe, finde ich die aber in jedem Erst-, Zweit- und Drittligaverein. Ja. Und das ist dann immer so der Punkt. Also warum muss der Sportdirektor beim FC Bayern, wenn der einen Spieler holt, eine Quote von 100% erfüllen? Und in anderen Vereinen legen wir dieses Maß nicht an. Also das ist. Naja, es ist so, weil es der FC Bayern ist. Ja, gut. Es wird, Am Ende des nein, im Tages Prinzip, kaufen sie, am Ende des Tages kaufen sie Menschen dort ein. man muss natürlich fairerweise auch eins sagen, man lauert natürlich drauf, dass der FC Bayern Fehler macht und stürzt sich dann auf die kleinen Fehler. Natürlich, ich sag mal eins, wo in Dortmund, in Frankfurt oder in Paderborn drüber weggeguckt wird, da wird natürlich in München mit Wollust drauf rumgehackt. Das muss man halt auch fairerweise sagen. Also, es ist halt der FC Bayern und der FC Bayern wird halt kritisch gesehen. Und deshalb ist natürlich jeder kleine Fehler, der angeboten wird, für viele, komischerweise, gerade auch schreibende Kollegen, immer feuerfrei Befehl. Naja, wie gesagt, sollen sie alle machen. Solange es nicht unter die Gürtellinie geht, ist das alles in Ordnung. Und man kann ja auch sich Oder mal was weiß kritisch. ich, wie es ja auch eine Zeit lang war, dass sogar die Familie von dem Mann bedroht wird. Dann ist das ein absolutes No-Go. Ja, und ich bin der Meinung, dass wir es halt teilweise schon übertreiben. Also Ja. jetzt nicht du oder ich, sondern wir. Wir, ja, alle. Naja, gut. Aber sagen wir mal so, jetzt müssen wir noch mal ein kritisches Ding von heute ansprechen, natürlich. Betrifft natürlich die Frankfurter Eintracht auch. Die Gerüchte rund um Martin Hinteregger und seine Kontakte in die rechtsextreme Szene. Wobei ich also es jetzt auch nur gelesen habe, dass der Mitveranstalter von dem Hinti Cup irgendwelche Kontakte in die österreichischen rechten Szenen haben soll, nach Recherche der österreichischen Medien. Das ist soweit zu der Faktenlage. Was da jetzt wirklich, es gibt von Hinteregger nochmal eine Stellungnahme, dass das eigentlich Blödsinn wäre, dass die zwar beide da heimatverbunden wären, aber dass das dann mit auch wäre. Keine Ahnung. Es soll ja noch eine Stellungnahme von der Eintracht geben. Ich, wie gesagt, dazu kann ich selber gar nicht viel sagen, aber ich sage es jetzt so ganz klipp und klar. Du weißt, dass ich nicht gerade von einigen Auftritten vom El Presidente wirklich beeindruckt bin, weil ich immer so der Meinung bin, ah ja, ein nüchterner Präsident wäre auch mal ganz nett, aber seine Haltung und seine Handhabe gegenüber rechten Tendenzen ist ja hier in Frankfurt und bei der Eintracht auch ganz klipp und klar schon bewiesen worden. Und falls es so sein sollte, dass es so ist und Hinteregger wirklich dieser Szene in irgendeiner Art und Weise zuzuschreiben ist, gehe ich dann auch davon aus, dass es das für ihn war. Weil das, glaube ich, lässt Peter Fischer nicht durchgehen. Auch wenn er nur der Präsident des e.V. ist, Ja, generell, wie aber. gesagt, ich glaube, das passt einfach auch nicht mit dem Frankfurter Weltbild zusammen. Und vor allem auch nicht dem, was die Eintracht vorlegt. Also da. Aber wie gesagt, ich möchte hier Aber. auch gar keinen vorverurteilen. Ich weiß nicht, was da Sache ist. Wie gesagt, es ist heute durch die Medien gegangen. Wie gesagt, es gibt eine Stellungnahme vom Hinteregger, der alles sagt, das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, wie gut die österreichischen Medien recherchiert haben oder ob da jetzt wirklich mit Dreck geworfen wurde. Mal abwarten. Aber ich bin auch genau bei dir, wenn was dran ist, müsste das Kapitel Hinteregger, egal ob Publikumsliebling oder egal sportliche Einschätzung, in Frankfurt vorbei sein. Ja, wie gesagt, man weiß nichts Genaues. Vorstellen kann ich es mir auch nicht, weil ich glaube, dafür spielt er dann zu gerne in dem falschen Verein. Weil mehr Multikulti als bei uns auf dem Platz und neben dem Platz, glaube ich, gibt es kaum. Ja. Deswegen abwarten und
falls es sich, wie gesagt, bewahrheitet, dafür kennen wir dann alle Peter Fischer und den Verein zu gut, wird ein Statement gesetzt. Und wenn es sich nicht bewahrheitet, ja, dann sollte man sich einen Anwalt nehmen und gegen den Journalisten, der das in die Welt gesetzt hat, vorgehen. So einfach. Genau, so sehe ich es auch. Gott, das war auch ein schönes Schlusswort für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, was wir nächste Woche machen, bietet sich ja schon fast an, weil zweite Liga startet in die Vorbereitung. Wir können natürlich noch über die Nations League sprechen. Ich wollte gerade sagen, wir können dann noch mal über das Rückspiel gegen Italien am Dienstag reden. Ich erzähle Marc, was er nicht gesehen hat, und mal gucken, wie er darauf reagiert. Nein. Deshalb also, nein, aber die Vorbereitung in der zweiten Liga, ich glaube auch die dritte Liga, fängt das Wochenende schon an, wieder sich auf die Saison vorzubereiten. Die sogenannte Sommerpause war damit sehr, sehr kurz. Also Themen werden wir finden und wir bleiben natürlich wie immer an allem dran. Habt eine schöne Woche und wir hören uns am Montag zur Telco. Macht's gut.